Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich stelle mich einfach nochmal vor, weil viele meiner Abonnenten kennen mich natürlich, aber ich möchte ja ein ganz anderes Metier, hat sich so ein bisschen verwerblich an, in eine andere Sparte einsteigen, und zwar ins Mama-Bloggen. Und das ist mein erstes Video und ich hoffe, ihr verzeiht es mir, wenn es nicht perfekt ist. Aber ich werde mir große, große Mühe geben. Ich habe mir auch schon ein bisschen was aufgeschrieben. Boah, schreibt es mir in die Kommentare. Fängt schon echt gut an hier. Ob es euch auch so geht, seitdem ihr Kinder habt, dass ihr so wahnsinnig vergesslich geworden seid. Das ist so eine Katastrophe. Beim ersten Kind war es schon echt schlimm. Und beim zweiten ist es irgendwie gefühlt noch schlimmer geworden mit meiner Vergesslichkeit. Ohne Timer geht gar nichts bei mir. Vielleicht ist es auch wegen den vielen Terminen, die man einfach immer so hat. Naja, wer sind wir? Also mein Mann, Yannick, ich und meine zwei Kinder. Ja, wir sind halt die Röms. Und ja, bei uns geht immer eine Menge ab. Wir haben einen Mehrgenerationen-Block hier quasi. Wohnen alle irgendwie auf einem Fleck. Hier ist immer was los. Und ja, hab halt zwei Jungs, den Benedikt und den Frederik. Der eine ist 7, der andere ist 3. Entschuldigung. Da geht's schon wieder los mit der Vergesslichkeit. Also wird jetzt 2 im April. Und wollte jetzt einfach mal ein bisschen einsteigen. Ich habe bei Instagram viele meiner Follower gefragt, was interessiert euch so als erste Themen, und da kam eine ganze Menge bei rum. Ich habe mir jetzt einfach mal als erstes Thema ausgesucht, über die Erstausstattung zu sprechen. Was sind die Tops, was sind die Flops? Und ich habe aber auch noch so ein paar Nischenprodukte gefunden. Das heißt, es gibt 5 Tops von mir, es gibt 5 Flops von mir, und ich habe aber auch noch mal 5 so, ja, das eine Kind fand sie gut, das andere Kind fand sie nicht gut, Produkte rausgesucht. Und ich würde sagen, wir starten direkt einfach mal, damit das Video nicht allzu lang wird. Wir starten mit den Flippy Floppies, und zwar mit den Flops, die ich entweder nie brauchte, mein Kind oder meine Kinder nicht mochten. Und ja, da habe ich einfach mal so meine Top 5 rausgesucht. Und Nummer 1 ist auf jeden Fall diese Wärmestrahlerlampe. Kennt ihr die, Leute? Meine Hebamme hat mir die empfohlen, aufs Wärmste bei beiden Kindern. Ich habe sie natürlich bei beiden Kindern neu gekauft, bei beiden Kindern nicht. Doch ein einziges Mal haben wir sie verwendet. Aber jetzt mal ganz im Ernst, bevor ihr jetzt euer Kind wickelt und stinkt gerade oder was weiß ich, schalte ich jetzt nicht extra vorher nochmal diese Wärmelampe ein, um dann das Kind zu wickeln in ein paar Minuten, wenn sie dann warm ist. Nein, also ganz ehrlich, dafür habe ich keine Zeit. Es war nicht nur die Zeit nicht vorhanden, seitdem ich zwei Kinder habe, sondern auch die Zeit war nicht vorhanden, als ich nur ein Kind hatte. Das mag vielleicht schön sein, wenn man ein echt extrem kaltes Haus hat. Bei uns ist immer die Heizung an, es sei denn, es ist im Sommer, aber dann ist es auch warm. Also es war jetzt nie so bitter kalt, dass wir unbedingt eine Wärmelampe brauchten. Wie geht's euch da? Also das war unser echt absolutes Flop-Produkt, was ich wirklich jedes Mal nur einmal benutzt habe. Kommen wir zu Nummer 2. Und zwar ist das ein Windeleimer. Ich weiß, viele schwören darauf, wir aber nicht. Ganz ehrlich, für die paar Windeln, die der am Tag macht, haben wir die einfach in den normalen Müll geschmissen, den wir sowieso jeden Tag rausbringen, und brauchten dafür nicht extra einen Windeleimer. Wie geht's euch da? Also das war bei beiden Kindern der Fall, und der stand halt tatsächlich nur in der Ecke rum. Weil wir die Windel direkt mit nach oben genommen haben, beziehungsweise als wir noch im alten Haus gewohnt haben, die einfach mit in den Müll geschmissen haben und den Müll dann tatsächlich rausgebracht haben. Ja, so war es mit dem Windeleimer. Den brauchte man irgendwie quasi überhaupt nicht, weil ich finde auch ehrlich gesagt so diesen, keine Ahnung, diesen Gedanken daran ekelhaft, dass so Kacka-Pampers echt so 3-4 Tage, bis mal so ein Eimer voll ist, in meiner Wohnung stehen. Nicht so mein Ding. Kommen wir zu Nummer 3. Ich habe mir ja, wie gesagt, hier so eine kleine Liste gemacht, sonst wäre sowieso wieder alles gelöscht gewesen. Nummer 3 waren tatsächlich Schlafsäcke. Ich weiß, das ist also jetzt eine rein subjektive Meinung von mir, beziehungsweise von meinen Kindern. Schlafsäcke verringern deutlich das Risiko des plötzlichen Kindstods. Ich weiß das alles. Ich habe alle Bücher gelesen, ich habe alle Blogs gelesen. Dennoch mochten meine Kinder keine Schlafsäcke. Die, also wirklich von Anfang an in den Krankenhäusern haben wir auch welche geschenkt bekommen. Wir haben einen Burberry-Schlafsack gekauft. Ja, beim ersten Kind waren wir noch so verrückt. Also wir hatten alles da. Wir hatten Sterntaler-Schlafsäcke. Wir hatten wirklich alles da.
aber unsere Kinder mochten die nicht. Beim Bene, beim Großen, war es halt echt so, dass er die überhaupt gar nicht, der hat geheult, wenn er da drin war. Der mochte irgendwie wahrscheinlich dieses beengende Gefühl da drin nicht, ich habe keine Ahnung. Und beim Freddy war es dann genauso. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe mir gedacht, oh, das ist bestimmt schön kuschelig. Wobei hingegen der Bene mochte, es gepuckt zu werden. Freddy zum Beispiel gar nicht. Und ich dachte so, beim Pucken, da bist du doch auch so schön, ne, kuschelig. Da ist ein Schlafsack bestimmt super. Nee, war leider nichts. Pustekuchen. Wir hatten aber Glück, dass wir so eine Häkeldecke geschenkt bekommen haben. Das heißt, das war jetzt kein so ein richtig dickes Deckchen, sondern so eine, ja, so eine Häkeldecke, wo halt auch so Löchlein drin sind und sowas. Und die haben wir dann wirklich bei beiden Kindern benutzt und das hat super funktioniert für uns, wie gesagt. Ne, das müsst ihr für euch selber entscheiden. Kommen wir zu Nummer 4. Und zwar sind das jegliche Globuli, die wir je verschrieben bekommen. Wer schwört auf Globuli von euch, Leute? Ich will das jetzt wissen. Bei wem haben die wirklich funktioniert? Bei uns haben sie nie funktioniert, egal was es war. Kein einziges Globuli. Wir haben Osanit für die Zähne bekommen. Wir haben Camomilla für die Beruhigung beim Zahnen bekommen. Wir haben Pups-Globuli in den 3-Monats-Koliken bekommen. Keine Ahnung, meine Hebamme hat selber irgendwelche Globuli zusammengestellt. Also bei uns hat tatsächlich gar nichts gebracht. Also irgendeine Linderung oder Besserung gebracht. Wenn ihr da echt der Meinung seid, das hat bei euch was gebracht und das hat wirklich bei euren Kindern was gebracht und nicht von 10 Ecken was gehört, bitte schreibt mir das. Also ich fände das super interessant. Ich finde es auch super interessant, weil ich finde eigentlich so Naturheilkunde sehr spannend, muss ich sagen. Aber tatsächlich hat es bei uns einfach nichts gebracht, bei beiden Kindern. Warum auch immer. Aber naja, kommen wir zu Punkt Nummer 5 meiner Flops und das ist der Badeeimer. Sorry, ich musste nochmal gucken, ich sage ja total vergesslich. Der Badeeimer. Also, weder Badeeimer noch Badewanne oder sonstiges brauchten wir für unsere Kinder. Natürlich haben wir es gekauft, auf jeden Fall. Und ja, wirklich ein Badeeimer. Ne? Also wirklich aus dem Babybedarf. Und er fand es irgendwie ganz schrecklich und ich fand es super unpraktisch, ihn darin zu baden bzw. zu waschen. Ich meine, darum geht es beim Baden ja. Ne? Also es geht ja jetzt nicht nur um Entspannung, sondern es geht halt auch darum, Reste, Breireste oder sonstiges vom Kind zu bekommen, nennen wir es mal so. Und dafür ist ein Badeeimer sowas von unpraktisch, weil dieses Kind, vielleicht hatte ich auch große Kinder, weil sie waren eigentlich normal groß, sie waren jetzt nicht besonders klein, aber auch nicht besonders groß. Der war so eingequetscht da drin und dann wollte ich ihn halt waschen und du kamst nirgendwo dran und hattest Angst, dass dieser Eimer dir dann umkippt. Ich habe einen coolen Tipp von meiner Hebamme bekommen, für alle, die jetzt nicht unbedingt da alles ausgeben möchten. Und zwar haben wir dann wirklich so eine Wäschewanne genommen und das war mega praktisch. Ich sag mal, eine große Badewanne ist doch schon ziemlich tief, um das Baby zu baden, aber das war eine mega coole Idee. Also wir haben einfach so eine zu, also ohne Löcher natürlich, diese Wäschewanne, mit warmem Wasser gefüllt. Dann hattet ihr also nicht diese ganze Badewanne voll. Und das fand ich echt eine coole Idee, beziehungsweise als ich dann wieder mit baden durfte, bin ich ja immer mit meinen Kindern halt baden gegangen, einfach zusammen, beziehungsweise machen wir das auch heute noch. Kommen wir zu meinen ultimativen Tops, und zwar Nummer 1. Und das ist definitiv dieses Baby Bay Anstellbett. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, und zwar in der Größe Maxi. Ich habe es natürlich wieder bei jedem Kind neu gekauft. Wir hatten einfach so eine große Spanne zwischen den Kindern, diese 5 Jahre, und da wollte ich nicht alles einlagern. Und deswegen haben wir es halt bei beiden nochmal neu gekauft. Und ich war so zufrieden beim Bene, damit, dass ich es beim Freddy wieder geholt habe. Erstmal habt ihr das Kind an euch, aber ihr habt nicht so diese Angst vor diesem, boah, ich lege mich auf das Kind drauf oder sonst irgendwie was. Oder die Decke kommt plötzlich übers Gesicht oder so. Deswegen, also die haben ihren eigenen Schlafplatz, aber halt bei euch. Das finde ich so schön. Und auch mit dem Stillen, weil es halt super praktisch. Ihr könnt es halt so auf die Höhe eures Bettes anpassen und ihn dann einfach rübernehmen im Prinzip, so im Halbschlaf, sage ich mal. Und dann stillen oder halt Fläschchen geben, je nachdem, was ihr macht. Das ist mega praktisch. Wie gesagt, das Maxi fand ich viel, viel praktischer. Dieses Baby Bay in klein ist einfach, boah, da habt ihr ein paar Monate, also ich sag mal, vielleicht 3-4 Monate hätten wir davon was gehabt. So konnten wir es halt wirklich fast bis zum 1. Jahr benutzen. Und das sind dann ein paar Euro mehr, aber dafür braucht ihr jetzt nicht nochmal so eine Zwischenbettlösung. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin mir nicht sicher, ob es mittlerweile auch andere Marken gibt, die diese Betten herstellt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr dazu was wisst. Ja, kommen wir auf jeden Fall zu Punkt 2 meiner Tops. Und das ist definitiv
Okay, ich habe mich vertan. Eine Thermoskanne. Oh mein Gott, fängt schon wieder gut an hier. Und zwar eine Thermoskanne, wenn ihr nicht stillen solltet. Ich habe gestillt, ich habe versucht zu stillen. Mein erstes Kind habe ich 3 Monate gestillt. Ich habe das immer so den Energy Drink genannt fürs Kind. Und danach habe ich halt langsam abgestillt. Beim zweiten hat es überhaupt nicht funktioniert, weil er leider... aber da komme ich einfach in einem anderen Video nochmal zu, würde ich sagen, in die Richtung High-Need-Baby geht. Es war nie diagnostiziert, aber er hat halt super, super viel getrunken. So viel, dass wir schon einen Diabetes-Test machen mussten. Wie gesagt, anderes Video, wenn euch das interessiert, schreibt es mir gerne. Und ansonsten, die Thermoskanne auf jeden Fall, wenn ihr Kinder haben solltet, die nicht durchschlafen, was glaube ich bei über 90% der Fällen so ist, dass sie nicht durchschlafen, direkt von Anfang an. Und ihr halt nicht stillen solltet und Fläschchen gebt, habt ihr auch immer eine Thermoskanne mit heißem abgekochtem Wasser dabei. Das heißt, ihr macht einfach euch ein Fläschchen fertig mit, etwas über die Hälfte habe ich immer gemacht, an kaltem Wasser ins Fläschchen. Und dann gibt es bei DM so coole Portionierer. Das ist wie so ein kleines Türmchen, da habt ihr dann so einen Schraubverschluss. Und da könnt ihr dann eure Milchmenge direkt, also diese Pulvermilch halt einfüllen und könnt das dann frisch in der Nacht anrühren, ohne dass ihr in die Küche müsst, wieder Wasser abkochen müsst oder sonstiges. Das heißt, ihr gebt einfach dieses kalte Wasser in euer Fläschchen, schüttet das Milchpulver mit dazu und füllt dann den Rest, den ihr braucht, mit diesem heißen Wasser aus der Thermoskanne auf. Das heißt, euer Wasser ist auf Trinktemperatur, es ist aber trotzdem abgekocht. Ne? Und ihr seid einfach im Schlaf, müsst ihr nicht nochmal extra runter und seid wieder komplett hellwach, sondern könnt es eben anmischen, eben dem Kind das Fläschchen geben und habt einfach noch ein bisschen mehr von der Nacht. Kann man das so nennen, wenn man Kleinkinder hat? Ich weiß es nicht. Punkt 3 meiner Tops sind Bodies, Bodies, Bodies und Jogginghosen, Leute. Wir haben beim ersten Kind so viel Schrott gekauft, ehrlich. Also Hauptsache, da war irgendwas Süßes dran und irgendwas, vielleicht auch noch eine Marke. Wie süß ist das denn beim Baby? Vollkommener Blödsinn braucht kein Mensch. Ihr braucht Schlaf. Das ist das, was ihr braucht und nicht bekommt. Ja. Und wie gesagt, Bodies helfen euch sehr mit so Druckknöpfen unten, dass ihr einfach ziemlich schnell wickeln könnt, wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid, weil ihr wollt nicht wahrscheinlich nur zu Hause rumhängen. Und gerade auch zu Hause geht es halt auch einfach viel, viel schneller, wenn ihr eben eine Jogginghose drüber zieht, über diesen Body zieht die schnell aus, macht den Body nur eben auf, müsst nicht das ganze Kind wieder ausziehen und könnt dann die Pampers wechseln, alles schnell wieder zumachen und wieder anziehen. Es hat mein Leben gerettet. Und ich habe beim ersten Kind echt so wenig Bodies gekauft, weil ich fand das immer so, oh, ist aber nicht so schön und gefiel mir nicht so gut. Aber sie sind echt lebensnotwendig quasi. Dann auf jeden Fall eine Erstausstattung für zahnende Babys schon. Und zwar ist das eine Veilchenwurzel. Ich glaube, die wenigsten kennen das. Die meisten arbeiten mit Bernsteinketten, hatten wir auch immer. Keine Ahnung, ob es was gebracht hat, aber diese Veilchenwurzel ist mega praktisch. Bekommt ihr zum Beispiel bei DM. Und die ist so... ja, hart und weich zugleich quasi. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Die Kinder können aber während der Zahnungsphase drauf rumkauen. Das ist ein natürliches Produkt und kein Plastikbeißring. Und es betäubt so ganz leicht wohl diese Fläche. Also der Freddy war zum Beispiel sehr zufrieden damit. Beim Ben hatte ich immer nur eine Bernsteinkette. Und der war super entspannt, sag ich mal, wenn er darauf rumkauen konnte. Ich habe die dann einfach immer mit Wasser abgewaschen, damit halt Bakterien... keine Ahnung, ich weiß nicht, was da für Bakterien drauf sind. Auf jeden Fall sagte man, man soll sie einfach halt nur mit Wasser abwaschen. Und wenn er da drauf gebissen hat, merkte man halt so nach einer Zeit oder so, dann hat er das auch weggelassen wieder. Wahrscheinlich hat dann so dieser betäubende Effekt einfach eingesetzt. Und das war wirklich beim Zahn das Einzige, was uns geholfen hat. Das ist nicht unbedingt ein Erstausstattungsgegenstand. Aber mein Top 5, was mir sehr geholfen hat, was mir immer noch hilft, ist ein Thermomix. Den gibt es natürlich auch von anderen Marken, aber bei uns ist es einfach echt so praktisch gewesen. Ich hatte ihn beim Benem noch nicht und habe halt mit der Beikost angefangen. Und wer schon Beikost gemacht hat, weiß, was man dann alles kochen muss und in was für Mini-Portionen und dann das wieder dazu und das wieder dazu kochen sollte. Und man will ja nur das Beste für sein Kind. Und beim Freddy hatte ich dann tatsächlich einen Thermomix und das war so geil, das war so eine Arbeitserleichterung, Leute. Ich habe dann einfach so einen Chip, gab es damals noch, jetzt gibt es ja diesen Cookie-Doo, und habe den, was hieß das denn damals, das Feinste für Kleinste, da waren alle Breis drin, alles von Anfang an bis Ende beschrieben. Das, was halt meine Hebamme mir auch empfohlen hatte, habe ich dann einfach einen Thermomix gekocht und das war so
eine Wahnsinnserleichterung. Mega. Dann habe ich das alles immer noch so eingefroren. Aber kann ich gerne auch noch mal ein eigenes Video zu machen zur Beikost, wenn ihr da Interesse dran habt. Das ist einfach zu umfangreich jetzt, glaube ich. Also das war auf jeden Fall mein Top 5 Produkt. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt ein normales Erstausstattungsprodukt ist, aber es war für mich echt eine mega Arbeitserleichterung, die ich euch echt ans Herz lege. Vielleicht habt ihr ja schon eins zu Hause. Kommen wir jetzt mal zu den Produkten, die halt wirklich so ein Fall für sich sind. Das heißt, das eine Kind hat sie geliebt, das andere hat sie gehasst oder mochte sie halt wirklich gar nicht. Und da ist mein erstes Produkt, der Schnuller. Ich habe gedacht, jedes Baby muss einen Schnuller haben. Man kennt das jetzt so, diese Glorifizierung des Schnullers. Alle Babys haben irgendwie gefühlt einen Schnuller im Mund oder vielleicht ein Fläschchen. Bene hat ihn geliebt. Ja, also er hat ihn wirklich geliebt. Der brauchte immer einen Schnulli zum Einschlafen oder sonst was. Ich habe es ein bisschen reduziert, halt, dass er nicht so damit rumlief, aber wirklich zum Einschlafen oder wenn er gerade irgendwie so eine quengelige Phase hat. Er hatte einen Schnuller, er hat ihn genommen und es war Gold wert. Es war wirklich Gold wert, wenn ich jetzt mal so daran denke, wie es mit dem Freddy war. Der war sowieso, habe ich euch ja gesagt, ein bisschen etwas anstrengenderes Kind als vielleicht ein normales Kind. Aber er hat dazu noch keinen Schnuller genommen. Also er konnte sich nicht selber beruhigen. Er hat es nicht geschafft. Ich habe ihn halt wirklich nur getragen. Aber dazu ein anderes Video. Er hat es nicht verstanden, habe ich gedacht. Dann habe ich wirklich, das bin ich lügen, 10 Schnuller von verschiedenen Marken, verschiedenen Formen und so gekauft. Er hat ihn einfach nicht genommen. Nein, hat er nicht. Und ja, so haben wir das dann ein bisschen, ja, wir mussten uns ja irgendwie zu helfen wissen, wie beruhigt er sich, und haben dann angefangen, ihm ein Fläschchen zu geben halt. Und es ist tatsächlich noch so, dass er immer noch ein Fläschchen nachts nimmt, zwar nur mit dem Wasser, aber einfach zum Einschlafen. Und wir haben halt gesagt, mit 2 ist Schluss, Ende April wieder 2, und dann wird halt das Fläschchen auch abgewöhnt. Ja, so war das leider mit dem Schnuller. Das zweite Produkt, was zum Beispiel Bene gar nicht mochte und Freddy heiß geliebt hat, ist eine Babytrage. Wir hatten die Maishol von Girasol. Das ist so ein, ja, ich sag mal so ein Hybrid aus Babytrage und Babytuch, Babytragetuch. Bene haben wir nie eine Trage gehabt, der war immer im Kinderwagen, das war mega chillig. Und Freddy, der blieb einfach halt nirgendwo liegen, sei es im Laufstall, sei es in seinem Kinderwagen halt. Das war echt eine kleine Katastrophe, aber da hat uns die Trage tatsächlich sehr geholfen. Wir hatten so eine Trageberatung bei uns in der Stadt und die hat uns da wirklich echt was Gutes empfohlen. Wir brauchten halt was, was flexibel ist. Das heißt, ein Tragetuch war mir persönlich einfach zu umständlich. Aber ich wollte schon diese Funktion haben, nicht dieses Bullige, wisst ihr, von der Babytrage zum Beispiel, die so aussehen wie so ein Fallschirmspringer. Kennt ihr die? Ich glaube, ist das diese Manduka oder so? Ich habe keine Ahnung. Also sowas wollte ich halt, was Leichtes einfach. Ich wollte halt auch was, was mein Mann tragen kann. Das heißt, jetzt nicht unbedingt eine pinke Glitzer-Einhorn-Trage. Und da passte die halt echt ganz gut. Ja, und die habe ich echt heiß und innig geliebt. Ich habe die tatsächlich noch hier zu Hause rumliegen. Braucht er jetzt natürlich nicht mehr, jetzt wo er fast 2 wird. Aber ich sag mal so, das erste Jahr haben wir viel getragen, bis er halt wirklich laufen konnte. Und dann brauchen wir es tatsächlich auch gar nicht mehr. Ich glaube, die wenigsten brauchen das dann. Aber war halt einfach eine super Beruhigung für ihn. Bene braucht es, wie gesagt, überhaupt nicht, aber er mochte halt so diese Körperwärme einfach und einfach die ganze Zeit dieses Geschaukeln mochte er halt wirklich sehr, sehr gerne. Wie wir es gerade gesagt haben, mit dem Laufstall ist das natürlich auch mein drittes Produkt, was der eine mochte, der andere nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass der eine liegen mochte, der andere nicht. Ich hatte zum Beispiel beim Bene immer den Laufstall, weil ich im Büro dann gearbeitet habe. Der hat wirklich die ganze Zeit, lachte da mit seinem Überkopf-Mu, wie heißt das? Mobile, keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Das fand er total klasse. Also der konnte sich da auch wirklich echt so, ich sag mal, 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so alleine mit beschäftigen. Währenddessen der Freddy halt einfach nicht gelegen hat und für ihn ein Laufstall absolut. Eigentlich war der Laufstall beim Freddy wirklich nur, um das Spielzeug aufzuräumen, dieses ganze Klimbim-Spielzeug, und das da reinzuschmeißen. Mehr hat er da drin nicht gemacht. Dann kommen wir auch zum Mobile. Mir fällt immer noch nicht der Name ein. Jetzt weiß ich, das ist dieses Trapez, so nennt sich das, Spieltrapez. Da hatten wir beim Bene, hatten wir einmal so eins auf dem Boden liegen. Kennt ihr vielleicht, wie so eine Krabbeldecke mit so einem Trapez? Weil wir bei ihm halt auch damals Fußbodenheizung hatten und das halt warm genug war. Und beim Freddy hatten wir das tatsächlich halt so aus Holz in so einem Laufstall stehen.
fand er nicht geil. Fand er gar nicht geil. Fand er total blöd. Er hat sich das mal so angeguckt ein bisschen, aber hat da null, also mal ab und zu hat er dagegen getippt, aber fand es jetzt auch nicht super spannend. Währenddessen Bene echt da lag und die ganze Zeit halt geguckt hat und dann war da noch so ein Spiegelchen auf dieser Decke und das hat geknistert und er fand das ganz, ganz aufregend und toll. Ja, aber Freddy nicht, so unterschiedlich können Kinder sein, ne? Jetzt wird die ein oder andere Übermutter vielleicht sagen, wie kannst du das tun? Aber zu unserer Erstausstattung gehörte eine Föhn-App. Und da war auch wieder Bene, mochte es nicht, also beziehungsweise brauchte es nicht. Aber beim Freddy hat es total geholfen beim Einschlafen. Vielleicht war es leider ein bisschen Gewöhnung dann, aber ja, er, wie gesagt, war ein bisschen anstrengender als unsere Kinder. Und da lässt man sich doch das ein oder andere einfallen. Und wir haben gebrummt. Er fand Singen nicht gut, sagen wir es mal so. Das lag bestimmt nicht an unserem Gesang. Nein, aber Bene konnte zum Beispiel auch beim Singen gut einschlafen. Das konnte Freddy zum Beispiel gar nicht. Aber er fand so Brummgeräusche gut. Und wir haben am Anfang, wenn wir da saßen, wir dann dachten, und irgendwann geht dir halt auch echt die Stimme flöten, weil der hat halt schon sein halbes Stündchen gebraucht, bis der eingeschlafen ist. Und dann haben wir von diesem White Noise gehört. Kennt ihr vielleicht, ne? Dieses weiße Rauschen, was halt eigentlich im Mutterleib sein sollte und das die Kinder beruhigt. Und da gibt es halt eine Menge Apps für, beziehungsweise YouTube-Videos. Und irgendwann waren wir halt so erschöpft nach 11 Monaten. Nein, das war nicht. Also wir haben 11 Monate tatsächlich nicht eine Nacht durchgeschlafen. Aber nach ein paar, ich sag mal, Wochen, Monaten, ich kann es gar nicht mehr so genau wiedergeben, haben wir halt gedacht, komm, wir steigen jetzt auf so eine App um, bevor wir da echt so brummen die ganze Zeit, halbe Stunde oder so. Ja, und es hat tatsächlich echt was gebracht. Also wenn ihr am Verzweifeln seid, versucht es vielleicht mal. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie diese App hieß, aber guckt einfach mal in eurem App Store und da werdet ihr eine Menge finden. Also anscheinend geht es vielen Müttern so und Vätern natürlich auch. Ja, das war mein erstes Mama-Video. Ich weiß nicht, wie es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich natürlich auch über euer Abo, wenn ihr jetzt mehr Mama-Videos sehen möchtet. Beziehungsweise werde ich euch eine Menge aus... Wie gesagt, wir haben jetzt 7 Jahre Elternerfahrung und ich möchte das gerne weitergeben. Denn den ein oder anderen Fehler oder das ein oder andere Gute, was man so entdeckt hat, gebe ich immer gerne weiter und verheimliche das nicht. Also es muss nicht jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Man kann auch mal bei anderen schauen, finde ich immer. So habe ich das auch gemacht. Ja, ansonsten blende ich euch hier noch 2 Videos ein, die vielleicht noch nicht so viel mit Mama-Sachen zu tun haben, aber vielleicht interessieren sie euch ja trotzdem. Und ansonsten schaltet ihr hoffentlich wieder beim nächsten Video ein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sagt tschüss und bis dahin, eure Laura.